Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Jurassic World Evolution 2 News und Infovideo. Denn es gibt einen Spielejournalisten namens Andrew Reiner und dieser hat eine 30-minütige Präsentation von Jurassic World Evolution miterlebt und teilt netterweise in einem sehr, sehr ausführlichen Bericht seine erste Erfahrung zu dem Spiel. Ihr müsst natürlich bedenken, diese Infos sind nicht offiziell von Frontier. Und das ist alles noch Information und Bild- und Videomaterial, welches vor dem Release natürlich entstanden ist und, wenn das Spiel dann rauskommt, wesentlich besser noch aussehen kann oder sich auch noch von der Funktion ändern kann. Der Release wird übrigens Ende des Jahres sein, also wie vermutet passend zum Weihnachtsgeschäft. So, jetzt will ich aber gar nicht um den heißen Brei reden. Ich habe versucht, für euch diesen Artikel so kurz und knapp wie möglich zu übersetzen und zusammenzufassen. Und ich werde jetzt mal die ganzen Infos nacheinander für euch runterrattern. Also, wie gesagt, der Journalist hat das Spiel 30 Minuten in Aktion gesehen. Dort hat er einen Einblick auf diese eher nördlich angehauchte Map bekommen. Diese mit den schneebedeckten Bergen, dem weitläufigen See und dem dichten Pinienwald. Diese Karte ist eine Sandbox-Map und alle Karten in dem Spiel sollen viel größer sein und dem Spieler viel mehr Platz bieten als im ersten Spiel. Außerdem gibt es ein neues Territoriumssystem der Dinosaurier und deshalb wird auch dieser Platz definitiv benötigt. Zum Release des Spiels wird es insgesamt über 75 verschiedene Arten geben, darunter ganz normale Bodensaurier, Meeresreptilien und auch fliegende Reptilien. Eine weitere Neuheit ist, dass Dinosaurier, wenn sie im Entwicklungslabor großgezogen werden und dann anschließend freigelassen werden, auch in Gruppen freigelassen werden können. Das heißt, die kommen gleichzeitig aus diesem Labor. Als Beispiel hatte der Journalist zum Beispiel zwei T-Rexe gesehen, die gleichzeitig da rausgelaufen kamen, oder mehrere Raptoren. Das Ganze soll dazu beitragen, dass schon beim Freilassen der Dinosaurier dieses Herden- und Gruppengefühl mehr entsteht. Und die Animationen, die werden auch dann immer so ein bisschen variieren von den Sauriern. Und er hat auch noch geschrieben, dass das wohl sehr, sehr cool aussehen soll. Außerdem werden wir eine größere Skins- und Farbenauswahl der Dinosaurier haben. Ungefähr 12 verschiedene Körperfarben erwarten uns und 7 verschiedene Muster. Das heißt, ihr könnt dann ja mal ausrechnen, 12 mal 7, und dann wisst ihr ungefähr die Kombination, die uns dann zur Verfügung stehen. Dinosaurier-DNA kann weiterhin aus Fossilien gewonnen werden. Die DNA kann auch modifiziert werden, um zum Beispiel Dinosaurier dann weniger aggressiv zu machen oder die sozialen Anforderungen anzupassen und zu verändern. Und jetzt gehen wir noch mal ein bisschen genauer auf dieses Territoriumsverhalten ein. Denn es ist so, wenn man einen Dinosaurier freilässt, wird er als erstes seinen Lebensraum erkunden und nach einem Gebiet suchen, was seinen Bedürfnissen entspricht. Wenn er dieses Gebiet gefunden hat, wird er das auch als sein Territorium beanspruchen. Und wenn dann zum Beispiel auch andere Dinosaurier dieses Territorium, sag ich mal, überschneiden oder auch benutzen, kann es natürlich auch zu Konflikten kommen und dadurch können dann auch Dinosaurier- und Territoriumskämpfe entstehen. Aber es kann natürlich auch sein, dass verschiedene Arten harmonisch miteinander zusammenleben und einander ergänzen. Außerdem wurde das Herdenverhalten auch noch verbessert. Pflanzenfresser ernähren sich jetzt von Laub und brauchen keinen Futterspender mehr. Dafür benötigt man aber dann die richtigen Pflanzen im Gehege. Als kleines Beispiel für euch benötigt der Triceratops die faserige Bodenpflanze. Außerdem soll es viele neue Gehegegegenstände geben. Der Journalist hat gesagt, er hat mindestens 12 verschiedene Felsen gesehen. Es könnten aber auch mehr gewesen sein. Und jetzt kommen wir als nächstes noch mal ein bisschen zu den Aviarien und Flugsauriern. Der Pteranodon zum Beispiel kann auch gemeinsam ausgebrütet und freigelassen werden. Und dann fliegen die auch schön gemeinsam mit coolen Animationen in das Aviarium. Die Aviarien können schon, wie von uns vermutet, selber mit Bäumen, Wasser, Felsen und so weiter gestaltet werden. Auch die Größe vom Aviarium kann man selber bestimmen. Dabei ist es dann so, dass man weitere Glaskuppeln beliebig hinzufügen kann und diese werden dann miteinander verbunden. Die Flugsaurier, die man freilässt, die können dann auch ausbrechen und sorgen für Chaos im Park. Allerdings konnte der Journalist leider nicht sehen, ob die Pteranodons zum Beispiel auf die Gäste losgehen.
Man kann aber diesmal seine Flugsaurier auch wieder einfangen und zurück in das Aviarium bringen. Ob die Flugsaurier mit den Bodensauriern interagieren können, wurde leider noch nicht verraten. Und das nächste interessante Thema für uns sind die Dinosaurierkämpfe. Es ist nämlich mittlerweile so, dass sich kleinere Dinosaurier zu einem Rudel zusammenschließen und gemeinsam auf Jagd gehen und Kämpfe gemeinsam bestreiten. Außerdem jagen Raubtiere dynamisch hinter ihrer Beute her. Es gibt nicht mehr diese komische Gegenüberstellanimation und dann brüllen die sich an, der Kampf geht los und dann machen die dieses rundenbasierte. Das wurde zum Glück abgeschafft und das Ganze soll halt jetzt dynamischer wirken und das Kampfsystem wurde auch allgemein verbessert. Wenn zum Beispiel durch einen Kampf oder durch irgendwas anderes ein Dinosaurier verletzt ist, dann muss möglicherweise dieser in eine paläomedizinische Einrichtung, um dort dann bestmöglichst versorgt zu werden. In diese Einrichtung gelangen die übrigens per Helikopter. Es gibt aber auch noch die Mobile Veterinär Unit. Das ist dieses neue Fahrzeug, was wir schon im Trailer gesehen haben. Das kann man auch selber steuern. Außerdem ist die Überwachung der Gesundheit von Dinosauriern um einiges wichtiger und schwieriger geworden. Dafür gibt es aber dann auch so neue Ranger-Posten. Das sind so kleine Hütten, die kann man halt auch im Gehege platzieren. Und damit soll man dann auch seine Dinosaurier besser überwachen können. Die Gäste haben auch neue Anforderungen und ein neues Verhalten. Die Stimmung jedes Gastes ist in 4 Kategorien unterteilt. Abenteuer, Standard, Natur und Luxus. Die jeweiligen Besucher werden sich dann auch in die Bereiche begeben, welche sie am meisten suchen bzw. welche sie am meisten ansprechen. Zum Beispiel möchte ein Abenteuer-Junkie Fleischfresser sehen. Und jetzt kommen wir nochmal zu einem richtig spannenden Punkt. Nämlich kann der Spieler Attraktionen und solche Besuchereinrichtungen vollständig anpassen, bis hin zu dem, was sie anbieten und wie sie aussehen. Mit einem Knopf verwandelt sich die Basisattraktion in ein Aquarium, eine Bowlingbahn, ein Kino, eine Spielhalle oder sogar ein Spa. Auch das Design des Gebäudes ist vollständig anfassbar. Man kann die Fassade verändern, die Dachdekoration, den Eingang, den Eingangsort, die Beschilderung und das unmittelbare Umfeld des Gebäudes. Für den Boden vor den Geschäften kann man dann auch Bäume auswählen, Dinosaurier-Skelette, Flaggen und vieles mehr. Das Ganze wird dann so sein, dass man wahrscheinlich verschiedene Slots hat und diese dann mit voreingestellten Optionen verändern und anpassen kann. Und von diesen ganzen Sachen kann man dann auch noch die Farbe individuell so einstellen, wie man es gerne hätte. Es gibt auch jetzt endlich die Möglichkeit, die Zeit zum Beispiel mal anzuhalten oder das Ganze ein wenig vorzuspulen. Das kennt man ja schon von Planet Zoo zum Beispiel. Außerdem bringen die neuen Karten bzw. Biome auch neue Naturkatastrophen mit sich. Zum Beispiel gibt es auf dieser Schneekarte einen Schneesturm, der den Boden mit Schnee bedeckt. Und das kann wiederum im gesamten Park zu Problemen führen. Zum Beispiel, dass der Strom ausfällt. Was leider sehr schade ist, dass wir kaum Informationen über die Wassersaurier bzw. im Wasser lebenden Reptilien wie zum Beispiel den Mosasaurus bekommen haben. Da hätte ich gern mehr Infos gehabt bzw. mehr gesehen, aber das werden wir dann hoffentlich noch in Zukunft bekommen. Das Spiel Jurassic World Evolution 2 erscheint übrigens für die PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, Xbox One und PC. Zu der Nintendo Switch-Version hat sich Frontier leider noch nicht geäußert. Und ganz am Ende bekommen wir auch noch eine Liste von den Dinosauriern, die der Journalist gesehen hat. Da haben wir einmal den Acrocanthosaurus, den Allosaurus, den Amagasaurus, den Ankylosaurus, den Baryonyx, Brachiosaurus, Camarasaurus, Nasutoceratops, Pteranodon, Stegosaurus, Triceratops und Tyrannosaurus Rex. Das waren jetzt wirklich eine Menge Informationen zu JWE 2. Es gibt übrigens auch noch diesen Twitter-Post, der ist auch heute oder beziehungsweise gestern erschienen. Und da wird uns gesagt, dass wir auch noch mehr Informationen über JWE diese Woche direkt von Frontier bekommen werden. Aber darauf gehen wir dann ein, wenn es soweit ist. Ich hoffe, dieses Video hat euch gut informiert. Falls ja, würde ich mich über ein Like freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein.
euer Dandy.